Hallo, ich bin sehr froh, dass ich diese Gelegenheit habe, um für euch alle, ja alle, einen digitalen Vortrag zu geben, meinen ersten. Okay, ich hoffe, dass es klappt, aber mit Hilfe von Herrn Ries wird das kein Problem sein, das weiß ich jetzt schon. Gut, ich werde jetzt meinen Schirm teilen. Und dann anfangen mit dem Vortrag. Oh, das ist schon ein bisschen. Also, ich spreche jetzt über unsere Kinder und deren Sprachen. Ich finde, all die Kinder, die bei uns, also in Deutschland, Österreich und bei mir, also ich lebe in Belgien, sind auch unsere Kinder, die bei uns in Bildungseinrichtungen sind. Das sind unsere Kinder. Hürden, Bedürfnisse und Chancen. Mal schauen. Also Sie wissen alle, dass heutzutage Kindgruppen in Bildungseinrichtungen sehr divers sind. Das heißt, die bringen verschiedene Kulturen mit und auch verschiedene Sprachen. Und im Allgemeinen für Deutschland ist dies der Fall für mindestens 30% der Kinder. Aber in Tübingen, also das hat Frau Thomforde mir mitgeteilt, ist der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund in der Altersgruppe 0 bis 4 Jahre, also ist der Anteil ungefähr 42%, und das ist der Stand von Ende 2017. Ein Migrationshintergrund bedeutet oft, aber nicht immer, aber oft, dass andere Sprachen außer Deutsch im Spiel sind. Also viele Kleinkinder in Deutschland wachsen mehrsprachig auf. Also zum Anfang muss ich wirklich betonen, dass Kinder sehr gut zwei oder mehr Sprachen lernen können. Für einsprachige Leute oder für Personen, die damit eigentlich keine Erfahrung haben, kommt das immer oft noch als eine Überraschung. Aber es ist so. Kinder können das. Können Sie mich hören, denn ich höre viele andere Geräusche. Ich kümmere mich gleich drum. Eine mehrsprachige Umgebung an sich bedeutet keine Beeinträchtigung für Kinder. Ich höre noch immer sehr... Okay. Gut, hier sind wir wieder. Ohne störende Geräusche. Gut. Also eine mehrsprachige Umgebung an sich bedeutet keine Beeinträchtigung für Kinder. Obwohl der Kopf ziemlich klein ist, doch geht es. Und jetzt möchte der... Ja. Kinder brauchen jedoch Zeit, um eine Sprache gut zu lernen. Also denken Sie mal nach. Einsprachige Kinder... Also die nur eine Sprache lernen, die brauchen 5 Jahre, um dann nach 5 Jahren wie eine 5-Jährige sprechen zu können. Und ich glaube, dass kein Erwachsener wie eine 5-Jährige sprechen möchte. Also eine 5-Jährige spricht schon gut, aber wirklich nicht so sehr gut. Und ich weiß nicht, ob Sie 5-Jährigen kennen, die schon mal einen Witz erzählt haben. Das dauert 20 Minuten und es ist nicht witzig, zum Beispiel. Also von mehrsprachig aufwachsenden Kindern erwartet man oft, dass sie es in viel weniger Zeit schaffen. Aber wie schnell und wie gut mehrsprachig aufwachsende Kinder ihre Sprachen lernen, das hängt von vielen Faktoren ab. Und ein sehr wichtiger Faktor dabei ist, was in der Kita oder im Kindergarten passiert. Die sprachliche Vielfalt unserer Kinder enthält, das wissen wir auch, ein großes Potenzial an materiellem und kulturellem Reichtum. Aber natürlich stellt es auch eine enorme Herausforderung dar. Und diese Herausforderung ist ganz allgemein
für die Gesellschaft eine Herausforderung, aber sie wird am meisten und am direktesten, glaube ich, im Kita- oder im Kiga-Alltag von Fachkräften wie Sie erlebt. Und es sind diese Fachkräfte, die mit allem jonglieren müssen. Und ich glaube, dass das wirklich eine tolle Leistung, Tag für Tag, in oft sehr schwierigen Umständen, nicht nur in Corona-Zeiten, aber ganz normal und oft auch ohne eine ausreichende Anerkennung. Und dies sollte uns allen bewusst sein. Also die Fachkräfte leisten eine sehr wichtige Arbeit, die grundlegend ist für die weitere Entwicklung unserer Kinder. Das soll jeder klar sein. Natürlich, alle Kinder sollen sich in unseren Bildungseinrichtungen gut aufgehoben und akzeptiert fühlen, damit sie soziale und kommunikative Fähigkeiten entwickeln können, ihre Welt verstehen können, sich als Person entfalten können und auch gut lernen können, also später dann lesen, schreiben, rechnen, Fakten über die Welt und noch vieles mehr. Und das psychosoziale Wohlbefinden von allen Kindern sollte im Mittelpunkt stehen. Das ist keine Boutade, das ist wirklich sehr wichtig. Denn internationale Forschung zeigt, dass ein Mangel an Wohlbefinden die kindliche Entwicklung beeinträchtigt. Und es beeinträchtigt auch die Fähigkeit, gut lernen zu können. Also bei Kleinkindern insbesondere beeinträchtigt ein Mangel an Wohlbefinden auch die Sprachentwicklung. Also Kinder ziehen sich zurück, schotten sich ab, sie kommunizieren kaum noch und können so auch keine Sprache aufnehmen. Also manche Kleinkinder hören zu Hause kein Deutsch. Und Deutsch ist jetzt hier für mich heute die Schulsprache. Also sie hören zu Hause kein Deutsch, aber eine andere Sprache oder vielleicht zwei. Das nenne ich dann die Nicht-Schulsprache. Und die Kinder, die so aufwachsen, die sind in einer Situation von frühem Zweitspracherwerb. Sie verstehen also auch kein Deutsch normalerweise oder kaum, wenn sie in der Kita oder im Kindergarten ankommen, denn sie haben das eigentlich noch nicht wirklich gehört. Niemand hat mit denen Deutsch gesprochen. Und es dauert sicher einige Monate, bis sie anfangen, deutsche Sätze zu verstehen. Einige Monate mindestens, und das nur mit Verstehen. Und es dauert normalerweise wenigstens 6 Monate, bevor sie anfangen, selbst ein wenig auf Deutsch zu reden. Eine Sprache von null auf zu erlernen, braucht viel Zeit. Das ist wichtig. Also das alles auch oft sehr schwierig für die Kinder und für die Fachkräfte. Es kann jedoch schieflaufen. Also es kann gut gehen. Sie kennen sicher auch viele Kinder, bei denen es alles gut gegangen ist, aber es kann auch schieflaufen. Und hier kommt ein Beispiel aus der britischen Forschung zu Smita. Smita hört zu Hause Bengali und kaum Englisch. Mit 3 Jahren spricht sie fließend Bengali. Also Bengali, das wird in Bangladesch gesprochen. Es gibt 150 Millionen oder mehr Leute, die Bengali sprechen. Jeder bitte sein Mikrofon abschaltet und auch seine Kamera abschaltet. Vielen Dank. Also wieder zu Smita. Sie ist ein fröhliches Kind, das gut mit anderen zurechtkommt. Aber mit 3,5 kommt Smita in die Vorschule. Dort wird nur Englisch gesprochen. Also in Großbritannien ist es anders als in Deutschland. Da ist wirklich Schule mit 3,5, also schon ab 2,5, glaube ich, Teil des Bildungssystems. Aber dort wird nur Englisch gesprochen.
Dort versteht auch niemand Bengali und gleicher Zeit versteht Smita auch niemanden. Sie ist sehr unglücklich. Sie weint jeden Tag. Sie will nicht zur Schule gehen. Zu Hause wirkt sie deprimiert. Sie ist nur 3,5. Die Eltern möchten, dass sie in der Schule bleibt, denn sie glauben, ja, es ist sehr wichtig, Englisch zu lernen und natürlich soll sie zur Schule, ist keine Frage. Smita spricht in der Schule überhaupt nicht. Sie fühlt sich ausgeschlossen, nicht verstanden, deprimiert. Sicherlich, da gibt es einen Mangel an Wohlbefinden und da ist sie da in diesem gelben Hervorhebung. Wie geht's weiter? Mit 4,5, also das ist schon ein Jahr später, sagt Smita immer noch nichts in der Schule. Zu Hause jedoch, glücklicherweise, ist sie jetzt wieder ein bisschen froher und sie macht Sprünge in ihrer bengalischen Sprachentwicklung. Aber sie hasst es immer noch, zur Schule zu gehen. Zu Hause erzählt sie ihren Eltern, sie versteht nichts von dem, was in der Schule gesagt wird. Sie guckt immer auf das, was die anderen machen und dann macht sie das Gleiche, sonst ist die Lehrerin böse. Also sie hat sich schon angepasst, aber zurückgezogen. Und mit 5 drückt die Lehrerin ihre Besorgnis wegen Smita aus. Sie zweifelt daran, dass Smita zur Primarschule gehen kann, denn sie spricht noch immer kein Wort Englisch. Tja, leider weitere internationale wie auch deutsche Forschungsergebnisse und auch persönliche Mitteilungen leider bestätigen, die sehr oft dieses sprachlich bedingte Bild vom Mangel an Wohlbefinden in Kitas und Kindergärten und Vorschulen dann für Kinder wie Smita, die die Sprache der Kita oder des Kindergartens zu Hause nicht gelernt haben. Dieser Mangel an Wohlbefinden hängt zusammen mit vielen Sachen, aber wichtig ist, dass die Kinder nichts verstehen, damit auch nichts begreifen und auch nicht teilnehmen können. Aber es hängt auch damit zusammen, dass sie nicht verstanden werden und damit als Person eigentlich nicht zu existieren scheinen. Manche andere Kleinkinder hören zu Hause zwar die Schulsprache Deutsch, aber dazu auch noch eine andere Sprache, die Nicht-Schulsprache. Es können auch 2 Nicht-Schulsprachen sein. Diese Kinder wachsen auf in einer Situation von doppeltem Erstspracherwerb. Also diese mehrsprachigen Kinder verstehen also Deutsch und können es meistens auch sprechen. Also es gibt keine großen Verständnisprobleme in der Kita oder im Kindergarten. Es sollte also auch keine sprachlichen Gründe geben, die das Wohlbefinden dieser Kinder bedrohen. Jedoch, wie wir auch alle wissen, ist Sprache ein symbolträchtiges Kommunikationsmittel und das hängt mit kultureller und persönlicher Identität zusammen. Und die Nicht-Schulsprachen, die werden natürlich in vielen Bildungseinrichtungen nicht benutzt. Nicht nur nicht benutzt, aber oft auch völlig ignoriert. Damit wird diesen Nicht-Schulsprachen implizit weniger Wert als der deutschen Sprache gegeben. Und somit wird ein großer Teil der kulturellen Identität der Kinder ignoriert und dann scheint es, als ob ein Teil von ihnen nicht existiert. Und so fühlen Kinder sich auch weniger wert. Also wenn du meine Sprache ignorierst, dann ignorierst du mich als Person. Wenn du meine Sprache abweist, dann weist du mich auch ab. Das erfahren viele Kinder. Also ein Viertel der mehrsprachig aufwachsenden Kinder, ein Viertel, wird als sogenannte Lösung ihre Nicht-Schulsprache abweisen wollen und diese nicht mehr verwenden wollen.
Und damit hoffen die Kinder auf eine bessere persönliche Wertschätzung in der Bildungseinrichtung. Aber leider hat das oft eine negative Auswirkung auf das Familienleben. Denn dies bedeutet eine große Beeinträchtigung der Kommunikation in der Familie und trägt im Allgemeinen nicht zu positiver Emotionalität innerhalb der Familie bei. Die Eltern fühlen sich oft von ihren Kindern abgelehnt, da ihre Sprache abgelehnt wird, so wie die Kinder sich abgelehnt fühlen im Kindergarten oder in der Kita, weil ihre Sprache abgelehnt wird. Die Kinder fühlen in der Adoleszenz, also wenn sie älter sind, oft eine größere emotionale Distanz zu ihren Eltern, wenn sie also nicht mehr die Sprache der Eltern sprechen. Also stellen Sie sich vor, Ihr Kind redet plötzlich in einer anderen Sprache als Deutsch mit Ihnen und will kein Deutsch mit Ihnen reden. Das wäre doch wahrscheinlich für die meisten Leute schrecklich. Oft wird den Eltern geraten, die Nicht-Schulsprache zu Hause nicht mehr zu verwenden. Jedoch, das hilft überhaupt nicht beim Deutschlernen. Es ist nicht so, dass wenn ich nicht mehr Klavier spiele, dass ich dann besser Gitarre spiele. Das ist ähnlich bei Sprachen. Es ist auch moralisch unakzeptabel. Und es ist auch nicht vereinbar mit der UN-Konvention für Kinderrechte, die von Deutschland in 1992 schon ratifiziert wurde, denn darin steht in Artikel 29 zu Bildungseinrichtungen, dass die Vertragsstaaten darin übereinstimmen, dass die Bildung des Kindes darauf gerichtet sein muss. Und hier lese ich jetzt nicht alles, aber nur, was hier wichtig ist, dem Kind Achtung vor seiner Sprache zu vermitteln. Das ist doch wichtig. Nicht nur das, es stehen viele Sachen da. Wenn Eltern tatsächlich die Sprache, die sie selbst gut beherrschen, einstellen und durch die sehr begrenzte Lernversion der Schulsprache ersetzen, werden sie nicht in der Lage sein, ihre Elternrolle voll zu erfüllen, von ihren Kindern respektiert zu werden und diese auf ihren Entwicklungspfaden angemessen zu begleiten. Und viele Studien haben gezeigt, welch negativer Stress auf Seiten von Eltern und Kindern aus einer solchen Entscheidung entstehen kann, also die Sprache nicht mehr zu Hause zu nutzen. Also das Wohlbefinden der Kinder ist sehr gefährdet, wenn die Eltern nicht mehr mit den Kindern kommunizieren können oder nicht gut genug. Aus internationalen Studien wissen wir, dass höhere Sprachkenntnisse in der Nicht-Schulsprache zu besseren Sprachkenntnissen in der Schulsprache führen. Ganz allgemein. Und dass gut ausgebaute Sprachkenntnisse in beiden Sprachen das Wohlbefinden stärken und die psychosoziale Integration von jungen, mehrsprachig aufwachsenden Kindern fördern, also die beiden Sprachen. Das Ignorieren und oder Geringschätzen der Nicht-Schulsprachen in der Kita oder im Kindergarten ist keine gute Voraussetzung für die Entwicklung von Wohlbefinden und verhindert die Kommunikation auf Deutsch und damit eine gute Integration. Also in einer Gruppe in der Kita oder im Kindergarten befindet sich eine Mischung von Kindern, die zu Hause nur eine Variante des Deutschen hören und also eine Variante des Deutschen verstehen, die zu Hause sowohl eine Variante des Deutschen hören als auch eine andere Sprache und auch diese Kinder verstehen eine Variante des Deutschen, die zu Hause kein Deutsch hören, es jedoch schon länger in der Kita gehört haben und es also zumindest ein wenig verstehen und in ihrem persönlichen Umfeld nie wirklich Deutsch gehört haben. Und davon sind viele Flüchtlingskinder, jedoch viele andere nicht.
Und diese Kinder verstehen kein Deutsch. Das ist wirklich schwierig. Wie soll man mit dieser sprachlichen Vielfalt umgehen? Wie soll man gleichzeitig dafür sorgen, dass alle Kinder die besten Chancen bekommen, Deutsch zu lernen oder besser zu lernen? Und gleichzeitig, wie soll man dafür sorgen, dass Kinder mit einem einsprachig-deutschsprachigen Hintergrund in ihrer Sprachentwicklung weiter stimuliert und unterstützt werden? Und wie können alle Kinder von der konkreten Mehrsprachensituation in der Kita oder im Kika vor Ort profitieren? Und wie macht man das, damit alle Kinder in der Kita oder im Kika sich wohlfühlen? Das sind wichtige Fragen. Also der Vorschlag, mein Vorschlag wäre, dass man in der Kita oder im Kindergarten alle Sprachen, die die Kinder von zu Hause mitbringen, aktiv wertschätzen soll. Dies impliziert natürlich eine Offenheit allen Sprachen gegenüber und gegenüber den Kulturen, die damit verbunden sind, damit alle Kinder sich in der Kita oder im Kindergarten wohlfühlen können. Und ich glaube, dass das mit einer frühen, mehrsprachigkeitsoffenen Bildung gelingen kann. Was ist eine frühe, mehrsprachigkeitsoffene Bildung in der Kita oder im Kindergarten? Es heißt wirklich nicht unbedingt, dass man in der Kita verschiedene Sprachen anbieten sollte. Ist vielleicht eine Möglichkeit ab und zu, aber im Allgemeinen ist es nicht möglich. Sondern durch ganz normale, alltagsintegrierte Sprache, und ich weiß, viele von Ihnen sind wahrscheinlich allergisch an diesem Wort, aber mehr darüber später. Aber durch ganz normale, alltagsintegrierte Sprache und Interaktion mit Kindern soll man aktiv eine Offenheit gegenüber allen Sprachen, die Kinder von zu Hause mitbringen, zeigen. Und durch ganz normale, alltagsintegrierte Sprache und Interaktion mit Kindern soll man die Aufmerksamkeit von allen Kindern auf Sprache und Sprachen lenken. Also die sprachliche Entwicklung aller Kleinkinder stützt sich in hohem Maße auf die Sprache, die sie hören. Wie viel und wie oft Erwachsene mit einem Kind sprechen und in welcher Weise, das ist eigentlich die größte und einzige Chance für Kinder, Sprachen zu verstehen und selbst benutzen zu können, egal in welcher Sprache oder in wie vielen Sprachen. Aber das alles gehört zu alltagsintegrierter sprachlicher Bildung, ist also keine zusätzliche Sprachförderung. Also was heißt das? Allgemeine Aspekte alltagsintegrierter sprachlicher Bildung, dazu gehören zum Beispiel, spricht man klar und deutlich zu einem Kind. Das so sprechen ist nicht so gut, dann versteht man sich nicht. Davon können die Kinder nicht viel lernen, aber von klar artikulieren schon. Wie viele Wörter pro Stunde hört ein Kind? Wie mehr man mit einem Kind redet, wie mehr Möglichkeiten zum Lernen es hat. Aber sind die Wörter und die Sätze angemessen für den Kontext und für das Alter und das Entwicklungsniveau des Kindes? Also jetzt, wenn Sie jetzt dreijährige Kinder wären, dann würden Sie jetzt von mir kaum etwas lernen, obwohl ich klar spreche, ja? Aber was ich hier erzähle, das ist nicht für Dreijährige. Also es soll schon angemessen sein. Benutzt man in angemessener Weise den Kontext und Bilder auch, um dem Kind neue Inhalte und Wörter beizubringen? Wird individuell, das ist sehr wichtig, und mit Aufmerksamkeit auf das Kind eingegangen, immer nur Kinder als Teil einer Gruppe zu ansprechen, das reicht überhaupt nicht. Individuell soll man mit Kindern sprechen. Bekommen die Fragen eines Kindes eine Antwort? Es ist sehr schön, wenn Kinder eine Frage
stellen, aber eine Antwort soll schon kommen. Reagiert man unterstützend oder eher abweisend auf das, was ein Kind sagt, wenn es Fehler macht, kommt dann immer so eine negative Bewertung davon. Wäre nicht gut. Lässt man dem Kind die Zeit, die es braucht, um einen Satz selbst zu bilden, oder spricht man vor dem Kind statt des Kindes? Sind alle wichtige Aspekte für eine alltagsintegrierte sprachliche Bildung. Also aufbauend auf der Diversität von Sprachen, die die Kinder von zu Hause mitbringen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, gleichzeitig das Wohlbefinden von den mehrsprachig aufwachsenden Kindern und das Sprachbewusstsein von allen Kindern zu fördern. Eigentlich grundsätzlich genommen können Sie die Sprachkenntnisse der Kinder nutzen, um eine mehrsprachigkeitsoffene Bildung in der Kita, im Kindergarten zu gestalten. Sie holen sich also gezielt die Sprachen der Kinder in den Alltag der Kita, des Kindergartens. Hier kommt ein Beispiel von einer Klasse in einem französischen Kindergarten, École Maternelle auf Französisch, in Mulhouse in Frankreich. Hier sehen wir also die Lehrerin Sylvie Biro-Freiburger, kann hier wirklich als Vorbild dienen von liebevoller Wertschätzung und Offenheit. Zum Beispiel, sie versucht durch Körpersprache und Mimik mit den Kindern, also die sehr klein sind, nur ja, 2 Jahre, 2,5 Jahre, in Kontakt zu treten. Und sie lässt deren Sprachen im Raum zu. Also die kennen meistens noch kein Französisch, also in ihrer Klasse nicht. Und dann, ja, dann kommunizieren sie auf den Nicht-Schulsprachen, aber sie lässt es zu. Sie hat selber auch einige Worte, Arabisch, Türkisch, Deutsch, Spanisch und so weiter gelernt, die wichtig sind für ganz kleine Kinder. Sie lädt auch Eltern in ihre Klasse ein, um Bilderbücher in ihren Sprachen den Kindern vorzulesen. Und sie holt ältere Kinder in ihre Klasse als Dolmetscher, wenn sie ein Kind nicht versteht und es wichtig scheint. Es gibt auch ein gutes Beispiel aus Baden-Württemberg, nämlich der Clara Grunwald Kindergarten in Leonberg, wo das kindliche Wohlbefinden ganz klar im Mittelpunkt steht und wo auch die Kommunikation mit den Kindern auf allen Ebenen wichtig ist. Also es wird da gearbeitet mit Augenkontakt, Mimik, Gebärden, also es wird sehr viel vorgemacht und natürlich muss man sich selbst auch dezent verhalten. Es gibt auch mehrsprachige Hilfe von Ehrenamtlichen. Das ist nicht immer möglich, das weiß ich, aber da gibt es das und das hilft schon viel. Es gibt auch einen Mutmachstein, also wirklich ein Stein für diejenigen, die sich nicht so richtig trauen, etwas zu sagen. Also dann sagt man alle, hol mal den Mutmachstein und versuch's nochmal. Vielleicht schaffst du das jetzt. Es gibt auch eine Handpuppe, die verwendet wird. Eine Handpuppe. Also es ist dann oft einfacher für Kleinkinder, um mit der Handpuppe zu sprechen und nicht mit der Fachkraft. Es gibt viel 1:1 Kontakt. Und es gibt eine sehr gut ausgebaute Zusammenarbeit mit den Eltern. Und die Eltern werden eingeladen, aber es gibt auch Hausbesuche. Also die Zusammenarbeit steigert das gegenseitige Vertrauen und überträgt sich auf die Kinder. Na, ganz konkret, was könnten Sie als Fachkraft in der Kita, im Kindergarten machen? Versuchen Sie, die Namen der Kinder richtig auszusprechen. Also das hört sich sehr einfach an, aber Sie wissen, dass es nicht einfach ist, denn die Namen sind oft sehr schwierig für Leute, die also nicht die Nicht-Schulsprache sprechen. Aber versuchen Sie es, Sie können jetzt, jeder hat jetzt ein Smartphone, Sie können es aufnehmen mit dem Smartphone, wenn die Eltern also
den Namen sagen und dann können Sie mal reinhören und nochmal versuchen und auch mal nachfragen, ist das jetzt richtig, wie ich es sage? Versuchen Sie auch Hallo zu sagen in allen Sprachen, die von Ihren Kindern zu Hause gehört werden. Wieder können Sie den Eltern fragen, das mal zu sagen, wie sagt man Hallo in Ihrer Sprache? Man muss dafür auch den Namen der Sprache nicht wissen. Sie können es nur aufnehmen und Sie wissen dann, zu welchem Kind das passt. Und so können Sie es auch sagen, selbst. Sagen Sie den Kindern, es sei wirklich super, dass Sie Türkisch oder Russisch oder Französisch und so weiter sprechen können. Nützen Sie ältere mehrsprachige Kinder, um ihnen bei der Kommunikation mit neuen Kindern zu helfen. Und, oh, da steht schon was, was ich jetzt später beschreiben werde. Bauen Sie auch Kontakten zu den Eltern und Großeltern auf, zum Beispiel durch einen interkulturellen Gesprächskreis für Eltern oder ein Elterncafé, und da drunter steht, laden Sie die Großeltern oder die Eltern ein, einige Stunden in der Einrichtung zu verbringen, um Lieder in der Nicht-Schulsprache zu singen oder kleine Geschichten zu erzählen, auch wenn die Kinder das nicht alle verstehen werden. Aber das ist alles wichtig, denn so unterstützen Sie die Eltern und die Eltern unterstützen Sie. Zum Beispiel fragen Sie die Eltern, wie man dies oder das in deren Sprachen sagt, bilden Sie so in der Einrichtung ein Archiv auf. Das verleiht den Nicht-Schulsprachen eine höhere Wertschätzung und so können Sie den Kindern neue deutsche Wörter für schon bekannte Inhalte beibringen. Sie können natürlich auch mit Hilfe der Eltern und der Kinder interkulturelle Begegnungsaktivitäten organisieren, aber das wird schon sehr oft gemacht natürlich. Die Räume können auch international gestaltet werden und durch Musik und Essen können interkulturelle Aktivitäten organisiert werden. Durch all diese Initiativen wird den Kindern von Anfang an klar werden, dass es eine große Diversität von Sprachen gibt, dass alle Sprachen einen Wert haben, dass Kinder egal welche Sprachen lernen können und dass es also keine besonders schwierigen Sprachen gibt. Und die Offenheit, die Kinder gegenüber ihren Nicht-Schulsprachen empfinden, wird auch eine Offenheit der Kinder gegenüber dem Deutschen fördern, statt einem Widerstand und einem sich zurückziehen. Und es wird damit auch das Erlernen des Deutschen erleichtern. Und sehr wichtig auch, die Eltern werden sich mehr und mehr für die Kita oder für den Kindergarten interessieren. Eine frühe, mehrsprachigkeitsoffene Bildung kostet an und für sich nicht viel Geld, aber natürlich, die personellen Ressourcen sollten vorhanden sein. Kleinkinder brauchen viel individuelle Begleitung und ich weiß, da ist oft der Haken, das weiß ich schon. Also, aber an und für sich kostet es nicht viel Geld, aber es braucht den Willen, sich die Mühe zu machen, denn es ist natürlich wieder mehr Arbeit. Und auch braucht man selbst die Überzeugung, dass eine Offenheit gegenüber Sprachenvielfalt eine gute Sache ist. Dann danke ich Ihnen recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich schon,